Timo Werner stand in der Startelf von RB Leipzig beim Europa League Playoff Hinspiel bei Sorja Luhansk, der Nationalspieler dabei, im Gegensatz zu den verletzten Kampel, Sabitzer und Augustin. Ralf Rangnick musste etwas improvisieren und musste nach wenigen Sekunden feststellen, dass seine Aufforderung, sofort voll konzentriert bei der Sache zu sein, nicht jeder verstanden hatte. In Blau und Gelb, Konaté verdaddelt die Kugel. Ilsanker springt an ihr vorbei und dann Rafael Ratao, ein 22-jähriger Brasilianer mit der Prüfung für ihn hier, für Yvon Mvogo, der bei den Leipzigern in der Europa League zwischen den Pfosten steht. Starker Auftakt also von dem Außenseiter, der hinten allerdings nicht immer ordentlich stand. 12,5 Minuten vorbei, die Leipziger spielen es mal gut. Werner zum ersten, Demme zum zweiten, erste ordentliche Möglichkeit für den Bundesligisten. Timo Werner hatte nicht viel trainiert, erst muskuläre Probleme, dann eine Magen-Darm-Verstimmung. Jetzt bekam er die ersten Minuten in dieser Saison. Und für ihn hier war das Spiel nach 16 Minuten schon wieder vorbei. Letnev, was war passiert? Das Duell mit Saraki, der steigt ihm hier so ein bisschen auf den Fuß und dann verliert Letnev komplett die Nerven. Ein Mann sieht rot, muss runter und Luhansk nach 16 Minuten mit einem Mann weniger. Die Leipziger versuchten da sofort Kapital draus zu schlagen. Der Fehler von Karatin und jetzt Timo Werner. Guckt erst, ob in der Mitte jemand der Kollegen aussichtsreich in Position steht. War nicht der Fall, deswegen macht er es dann doch auf eigene Faust. Aber Luis Felipe noch dazwischen, dazu Timčík, der kurz vor der eigenen Linie klärt. Ja, Timo Werner. Das war nach 45 Minuten klar, noch nicht in Top-Torjäger-Form. Und hinten immer mal wieder die Unaufmerksamkeiten. Bei den Leipzigern die Möglichkeit für den eingewechselten Kutschergin, aber auch Luhansk ließ vorne, wenn sie denn mal Chancen hatten, viel, viel liegen. Grundsätzlich galt das aber noch viel mehr für RB und vor allen Dingen auch für Timo Werner, weit entfernt davon, schon eine richtige Hilfe zu sein in der Offensive der Roten Bullen. Die hatten viele Spielanteile, auch im zweiten Durchgang, aber hatten kaum wirklich gute Möglichkeiten. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Forsberg profitiert eben nur fast vom Fehler von Luis Felipe. Ralf Rangnick verstand die Fußballwelt nicht mehr. Seine Mannschaft viel zu fahrlässig im Umgang mit den Möglichkeiten. Michailichenko dann noch mit dem langen Bein und dann eine Minute nur später nochmal Forsberg. Aber jetzt zeigte Luis Felipe, dass er auf der Linie ein Großer ist mit seinen gerade mal 21 Jahren, der Brasilianer, und die finale Parade in einem überschaubar unterhaltsamen Fußballspiel. Keine Tore in der Ukraine. Luhansk 0, Leipzig 0. Es verspricht ein spannendes Rückspiel zu werden in einer Woche in Leipzig.